Hallo und herzlich willkommen zu meinem Live. Immer Mittwochabends, 8.30 Uhr, starte ich hier auf Instagram Live. Und es geht um immer ganz verschiedene Themen. Es geht um Frauen, es geht um BHs, es geht um der perfekt sitzende BH. Es geht um Frauenthemen. Manchmal habe ich auch Gäste eingeladen und Interviewgäste wie zum Beispiel Farbenstilberaterinnen oder Modeberaterinnen oder Sextherapeutin habe ich schon mal da gehabt oder ein Physiotherapeut, das suche ich noch ein bisschen. Freue ich mich, wenn ich euch helfen kann zu einem perfekt sitzenden BH. Mein Name ist Susanne Geiger und ich bin Bra-Fitting-Beraterin und Inhaberin von der Firma BH Queen. Ich messe aus, ich zeige, wenn BH sitzen muss. Wir gucken nach der richtigen Größe und nach der richtigen Passform. Und mittlerweile auch sehr viel online. Mein Blockbuster sozusagen ist tatsächlich mein BH-Pass. Ich habe da so einen BH-Pass entwickelt und der wirklich Frauen hilft, auch online, zu einem perfekt sitzenden BH. Ja, und ich habe heute ein ganz anderes Thema, ganz weg von der Wäsche, und zwar hin zu mir. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil es haben so viele auch gefragt, Mensch, wie hast du angefangen, wie war denn das, machst du das schon immer, hast du das gelernt? Oder viele, die ja auch wissen, dass ich bei Shopping Queen war, wie ist Guido? Und lauter solche Dinge, die eben euch vielleicht auch interessieren. Und deswegen habe ich gesagt, okay, heute geht das Live einfach mal um mich. Ja, hatte ich jetzt auch noch nie, aber ja, ich möchte einfach, dass ihr mich auch ein bisschen besser kennenlernt und vielleicht auch meine Beweggründe, warum ich auch nach Lindau gekommen bin oder warum ich Wäsche so liebe oder was denn so meine Beweggründe waren. Und da wollte ich euch auch bitten, ein bisschen mir was zu fragen, weil ich glaube, ich könnte 5 Stunden jetzt auch reden über alles, was ich so die letzten Jahre gemacht habe. Und ihr wisst ja, das Live geht immer eine halbe Stunde, da bin ich auch ein bisschen streng. Und zwar deswegen, um eine Struktur zu schaffen und einfach auch euch auch nicht zu lange mit einem Thema dann zu langweilen. Ich freue mich, dass schon einige da sind. Und ihr dürft mich immer auch hier im Redefluss wirklich reinschreiben. Ich habe das ein bisschen im Blick, im Fokus. Ich beantworte euch die Fragen auf jeden Fall und freue mich, wenn ihr die Fragen einfach losschreibt. Ansonsten fange ich jetzt mal an, wie ich überhaupt zur Wäsche gekommen bin und warum Wäsche und wie das eigentlich damals war. Und zwar, ich hatte ja ein Leben vor Wäsche. Und zwar bin ich 25 Jahre in der Bank gewesen, im Büro. Und und war da eigentlich meines Erachtens sehr glücklich auch. Ich hatte tolle Kollegen und einen tollen Chef und ich hatte ja eigentlich eine gute Zeit und habe ja auch 2 Kinder. Und als die Kinder klein waren, ja, war das einfach alles auch wunderbar, auch davor. Und ich habe da auch einiges gemacht, Außendienst, Innendienst, alles Mögliche. Ich war schon immer sehr vielseitig. Und ja, und dann, als die Kinder größer wurden, habe ich irgendwie gedacht, jetzt muss was passieren. Und ich wollte auch intern irgendwie weiterkommen, aber ja, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich glaube, ich mache nur noch Post auf und beantworte die Fragen der anderen. So richtig, und dann ging da irgendwie nichts. Und dann habe ich gesagt, ich brauche jetzt irgendwie Herausforderungen, ich brauche irgendwas anderes. Und dann habe ich tatsächlich vielleicht meine Freundinnen, die vielleicht zuhören, die wissen das noch ganz genau, habe ich Brainstorming gemacht. Ich habe meine 3, 4, 5 besten Freundinnen eingeladen zu mir nach Hause. Wir haben gegrillt. Wir haben viel Wein getrunken und haben uns da ausgetauscht. Ich habe gesagt, Mädels, ihr müsst mir sagen, was kann ich? Wo seht ihr mich und wo bin ich gut? Ich glaube, das braucht man manchmal so nach einem Muttersein. Da denkt man irgendwie, oh Gott, ich kann nur noch Wäsche waschen und bügeln. Und selbst das mache ich nicht so gern. Und von daher, ja, und dann kam also alles raus. Es kam von der Eselwanderung
Dann habe ich mir gedacht, wo bringe ich jetzt die Esel her? Ja, und wie versorge ich die Esel? Nein, das ging nicht. Bis eben das Thema auch entstand, ich brauche Menschen und um mich herum. Und ja, und dann habe ich ein bisschen auch geguckt. Ich wollte gerne mit Frauen arbeiten. Das war mir auch so wichtig. Und dann habe ich einen tatsächlich einen Direktvertrieb gefunden. Der hieß damals Florange. Und der hat Wäsche vertrieben. Und da ist da tatsächlich mein damaliger Mann noch draufgekommen und gesagt, guck mal, ich habe da was gesehen, wäre das nicht was für dich? Ich sage, oh, Wäsche vertreiben, ich selber habe auch Schwierigkeiten, einen gut sitzenden BH zu finden. Auch damals, als ich noch 20 Kilo weniger hatte, hatte ich auch schon Schwierigkeiten, was zu finden, weil die Körperform in sich verändert sich ja nicht, das Verhältnis bleibt ja immer gleich, wie ihr das wisst, die gut beraten sind. Aber also die Schwierigkeiten bleiben ja, und so habe ich dann die kontaktiert, habe selber einen guten BH gefunden und habe gesagt, das mache ich. Dann habe ich das 2 Jahre sehr, sehr erfolgreich gemacht. Ich habe da Preise gewonnen, die ich gar nicht wollte, und irgendwie war das echt super. Und dann hat die damals die Firma gesagt, naja, wir liefern jetzt nicht mehr nach Deutschland. Okay, dann stand ich da, ganz viele sind dann so zum Schmuck gerannt und so, weil es ja ein Direktvertrieb war. Und ich habe gesagt, nee, das Wäsche, das muss selber gehen. Und dann habe ich echt 2 Jahre gebraucht, bis ich Firma auch gefunden habe, die miteinander auch zusammenpassen. Weil mir war das so wichtig, dass man auch nicht immer so für verschiedene Größen auch hat. Ja, es hat mich einfach geärgert, dass du bei allen Marken verschiedene Größen hast. Und da habe ich damals eben auch 3, 4 Firmen, die habe ich heute noch, Firmen gefunden, die einfach miteinander kompatibel sind. Da hast du, wenn du die 80D hast, dann hast du beim anderen auch die 80D oder eben kleine Abweichungen. Und die sind auch wirklich auch immer gleich. Ja, das war mir auch so wichtig. Und es hat echt ewig gebraucht. Also muss ich echt sagen, bis ich wieder reingearbeitet habe, was ich da Geld investiert habe, was ich da dran blieb. Und immer wieder und immer wieder. Also ich sag das selber, anders hätte schon lange aufgehört. Das sage ich oft und denke, oh Gott. Also da darfst du wirklich nicht aufhören, wenn du wirklich einen Traum hast. Und du sagst, das muss doch funktionieren. Da bin ich echt festgebissen damals. Habe dann unten in der Einliegerwohnung ein kleines Bra-Fitting-Studio gemacht. Das liegt jetzt bei Göppingen. Und also in meiner alten Heimat, und da war ich noch gar nicht in Linda und habe da so ein kleines Bra-Fitting-Studio gemacht, und da waren meine Kinder oben, die habe ich dann hören können, wenn irgendwas war. Und dann habe ich da tatsächlich im Nebenberuf, also ich war immer noch halbtags, weil ich ja diese ja da einfach die Herausforderung nicht gefunden habe, habe da im halbtags ja, habe ich morgens war ich bei der Bank, mittags war ich bei meinen Kindern und abends war ich im Keller. Ja, das war viele, viele Jahre mein Leben und meine Leidenschaft, bis irgendwann einmal, ja, tatsächlich, nee, das sage ich noch gar nicht, da, zu der Zeit, da war ich echt brutal aktiv, da habe ich Dessous-Partys sehr viel gemacht, da bin ich viel rumgereist, da habe ich, da habe ich Modeschauer auch gemacht. Das war auch richtig geil. War viel auf Messen, ja, da war der Aussteller. Habe da wirklich meine ganz alten, in Anführungszeichen, Kunden hier gewonnen. Auch, ja, und da kam der Fernsehauftritt, genau. Und dann kam RTL, war das, oder Vox, wer war denn das ganz am Anfang, kam auf mich zu und hat gesagt, ja, wir drehen da ein Format, das heißt Verkauf zu Haus. Und da geht's darum, da ging's eben darum, dass 5 Kandidatinnen gegeneinander antreten. Und als Dessous-Party quasi. Und dann war, also an einer Sendung ging's dann um vielleicht Dildo-Partys, und an der anderen ging's um Schmuck-Partys, und bei uns ging's um Wäsche. Dann habe ich also 4 Frauen gehabt, die Wäsche, 5, Entschuldigung, also mit mir 5 Frauen gehabt, die auch Wäsche verkauft haben. Aus ganz Deutschland, und sind da in Köln zusammengekommen, und dann war eine ganze Woche Sendung, gell? Die haben eine Homestory gedreht, das muss da irgendwo in die Tiefen meiner Bilder sein, die Homestory zu Hause gedreht, ich weiß, das war ganz aufregend, meine Kinder waren ganz aufgeregt, ja, das war uns ja so, und habe ich da tatsächlich, muss ich sagen, ganz, ja, ganz tolle Erfahrungen auch gemacht, das erste Mal mit dem Fernseher, wo ich denke, ja gut, ich würde ja schon kein Untertitel kommen. Ich habe immer Angst gehabt. Damals war das mit dem Moschendrahtzaun, war das so Mode, wo dann einfach diese Untertitel, das war für mich das Schlimmste. Ich dachte, oh Gott, habe ich keinen Untertitel. Weil wir Schwaben können ja gewöhnlich alles außer Hochdeutsch. Ja.
Das war halt so und ist halt so, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja, und dann habe ich eine schlechte Erfahrung noch gemacht. Da war ich dann mal ganz kurz, noch 3, 4 Monate im anderen Direktvertrieb, weil ich dachte, naja, vielleicht probierst du ja noch mal ein bisschen quasi in den, ja, unter Obhut, weil es ja schon ein bisschen einfacher ist, wie jetzt Selbstständigkeit. Selbstständigkeit ist schon, man muss sich das schon immer wieder an die Haare hochziehen aus dem Sumpf und aus dieser, ja, manchmal auch, dass man einfach auch manchmal denkt, ah, schaffe ich das alles? Und ja, und ja. Und dann habe ich auch ganz schlechte Erfahrungen gemacht, weil der hat mich damals, wo ich dann gegangen bin, also da war ich auch dann gut, eigentlich gute Beraterin, das sage ich so, weil es so war. Und als ich gegangen bin, hat der mich tatsächlich angezeigt, wegen unlauterer Wettbewerb und wegen Bildrechte. Da war ich halt ein bisschen naiv und habe das jetzt auch nicht irgendwie. Und das war echt, boah, das war eine ganz schlimme Zeit. Da habe ich wirklich gedacht, da, ja. Nur, dass ihr mal ein Ausmaß habt. Die Anklage war 25, nee, warte mal. Ich sag's gleich, 100.000 Euro Schadensersatz oder 5 Jahre Knast. Und ich damals, ich habe gesagt, oh Gott, ich gehe in den Knast, ich gehe in den Knast, ich sitze zu Hause nicht. Aber das war alles nur Luft damals. Ich habe nur Angst gehabt um meinen Sparkassenjob, um öffentliche Dienste. Und oh Gott, wenn da in der Akte was kommt. Also das war echt das schlimm für mich. Und da bin ich wirklich aufgestanden und da war ich auch kurz davor, alles hinzuschmeißen. Und da habe ich aber wie echt aufgestanden und gesagt, so. Und jetzt brauche ich einen gescheiten Namen. Und wenn ich so wichtig bin, wenn ich so wichtig bin, dass sich da jemand über mich so aufregt, dass er mich so vor Gericht hat, ja, unnötigerweise, dann muss ich gut sein. Guck, ich habe schon Arme verschränkt. Boah, ich war so sauer damals. Und ja, und dann, heute bin ich dankbar. Damals ist dann tatsächlich auch der Name BH Queen entstanden. Ich lag da tatsächlich oder habe da bügelt, Samstagmittag kam Shopping Queen und ich habe gedacht, ich brauche einen Namen, ich brauche einen Namen. Ich bin kein Chantal und kein Lingerie, Fachgeschäft, weißt du, so, ich brauche einen Namen, ich brauche einen Namen. Und dann kam der Guido mit Shopping Queen. Da habe ich gesagt, so. Ich nenne mich jetzt Shopping Queen, BH Queen. Es kann nur eine geben. Und ich bin gut. Und das weiß ich. Und so. Und da habe ich mich tatsächlich, ja. Und dann ging alles los mit patentieren lassen, natürlich BH Queen. Und auch BH Pass, den ich schon im Hinterkopf hatte. Der damals bloß noch nicht ganz gelebt hat, aber den habe ich schon im Hinterkopf gehabt. Da habe ich ihn auch gleich patentieren lassen. Ich denke, wenn schon, das passt mir nicht mehr, dass ich da so angegangen werde. Und ja, und dann, ja, und dann lief es wieder ein bisschen. Ja, bis, ihr fragt gar nichts, gell? Ich rede und rede und rede. Wahrscheinlich ist es interessant, oder? Also ich mache mal weiter. Wir müssen halt noch was fragen, okay? Vielleicht gibt es ja noch was offen ist. Ja, und dann bin ich irgendwann einmal, habe gedacht, war es das jetzt? Es hat sich alles irgendwie nur ums Arbeiten gedreht. Also es war, ja, es war Haus und Garten und Einliegewohnung und Halbtagsjob. Sehr interessant, ja, vielen Dank, dass du das sagst. Also dann mache ich jetzt einfach mal weiter. Und Halbtagsjob und irgendwie, ja, morgens 6 Uhr aufstehen, Pausebrote machen, dann in der Sparkasse stehen, dann wieder heimkommen, kochen, Kinder abholen oder beziehungsweise das war alles im Ort. Und dann habe ich ja mittags dann der normale Wahnsinn, Hausaufgabe und Co. Und dann abends bin ich wieder los und dachte, nee, das kann es nicht sein. Und dann habe ich gesagt, ich muss irgendwas ändern. Und ich wollte unbedingt mein BH-Geschäft nicht aufgeben. Und das wollte ich unbedingt nicht. Und mein Bankgeschäft war mir noch ein bisschen zu früh, um wie das auszugehen. Da hat mir einfach auch der Mut damals auch gefehlt, diesen Halbtagsjob aufzugeben. Und da habe ich gesagt, irgendwas muss jetzt passieren. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt verlege ich einen Ort. Und das ist meine Wäsche. Weil irgendwann falle ich hier im Garten um, wird dann noch vergraben und dann ist alles gut. Also das kann nicht sein, dass sich alles irgendwie so dreht. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich komme nicht mehr raus, außer natürlich zu meinen Mädelsabenden, das schon.
Aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich muss jetzt raus. Und dann habe ich tatsächlich gesagt, so, damals zu meinem Mann gesagt, so, pass auf, wenn ich es schaffe, woanders im Ort was anzumieten. Und wir vermieten die Einliegerwohnung wieder. Und das gleicht sich aus. Dann machen wir es, oder? Der hat mir natürlich nicht, also das kann einem keiner zutrauen, weil ich denke, ja, aufs Dorf, so Einliegerung, das kann nicht funktionieren. Und dann habe ich gesagt, so, dann habe ich wieder zurückgenommen, habe mal einmal aus dem Raum gewusst, ich möchte zwar länger wie 2 Stunden von zu Hause weg sein, wenn ich ein bisschen mal pendeln möchte und ein bisschen an einen anderen Ort. Das ist mal das Erste. Dann, das war mir wichtig. Dann, ja, war es eigentlich Ausschlussverfahren. Ich bin in der Norden gedanklich. Ah, wusste jetzt so richtig, was will ich jetzt da oben? Ja, Heidelberg und Co. ist eine wunderschöne Gegend, aber mir ist jetzt so angemacht. Dann Konstanz runter, das war Stuttgarter Kreuz. Das hat mich wirklich gesagt, also ich fahre niemals über Stuttgarter Kreuz, weil er das kennt, weiß, was ich meine. Da ist sogar nachts noch Stau, wenn ich da jetzt angezüglich fahre. Und dann Richtung München. Ich habe eine Freundin, die wohnt am Starnberger See. Da habe ich da ein bisschen geliebäugelt. Oh, wäre auch schön, gell? Aber es war zu weit. Also das war weit über 2 Stunden. Und das wollte ich einfach nicht. Ich wollte, dass das einfach ist mit meinen Kindern und mit der Familie vereinbar. Und dann kam Lindau. Da dachte ich, oh, Lindau, gucke ich mir mal an. Ich habe Lindau vorher gar nicht gekannt. Gucke ich mir mal an. Baden-Württemberg-Ticket, jetzt kommt der Schwabe wieder. Baden-Württemberg-Ticket, ja, kann man direkte Verbindung ohne Umsteiger direkt runterfahren. Ich denke, perfekt. Meine Kinder können kommen oder wenn ich mal da bin. Und da miete ich mir jetzt, also da gucke ich jetzt mal. Habe ich mir tatsächlich in Lindau im ersten Stock was angemietet? Also weil gewerblich war es einigermaßen bezahlbar, im ersten Stock sowieso. Wer will gewerblich im ersten Stock? Das wären eher Büroräume gewesen. Und auf der Insel ist es ja eh ganz schwierig mit dem Parken und alles. Deswegen waren die preislich eigentlich nur machbar. Und dann habe ich gedacht, okay, allein geht's nicht. War die Miete zu teuer. Und dann habe ich gedacht, so, ich bin ja eh nur am Wochenende da. Dann will ich ja eh bloß ein bisschen raus hier. Ja, bin ja eh nur am Wochenende da. Dann machen wir es doch einfach so. Ich suche mir jemanden für unter der Woche. Das habe ich ihn ja nicht mal angemietet gehabt. Also mir kann keiner sagen, dass nichts möglich ist. Es ist alles möglich. Ehrlich, das ist mir nicht zugeflogen, sondern ich habe wirklich dafür gekämpft und gearbeitet. Weil manche sagen, ja, dir fliegt das zu. Nein, mir fliegt es nicht zu. Ich habe nächteweise damit verbracht, um einfach nach einer Wohnung zu googeln oder beziehungsweise nach einem Laden, oder Laden ist ja nicht, nach Räumen zu googeln. Da habe ich jemanden gefunden, die Yoga da drin macht, und zwar 2-3 Mal in der Woche. Und da habe ich alle Möbel auf Rollen gemacht. Echt, ohne Scheiß. Auf Rollen gemacht. Und dann habe ich quasi den Hauptraum, habe ich quasi Möbel gehabt, die Rollen haben. Das habe ich ein Schlafzimmer, also kleine, ohne Fenster. Und da habe ich eine kleine Küche, ein Bad und in Raum, wo ich meine umziehe, also wo ich in Lingerie-Raum quasi, wo ich meine Wäsche drin hatte. Und da habe ich das eingemietet. Wunderbar. Wir machen Miete halbe. Sie hat ihr Yoga gesagt. Und jedes Mal, wenn ich bin freitags gekommen, manchmal mit Kindern, manchmal ohne, manchmal habe ich was gearbeitet, manchmal nicht. Gebe ich auch echt zu. Vielleicht habe ich einfach auch die Auszeit ein bisschen braucht dort am See. Das ist die Nähe zum Skifahren dann auch gewesen. Und meine Kinder ab und zu mitgenommen, Bootle fahren und so weiter. Und habe von dort aus habe ich meine Suppartys gemacht, habe meine Koffer packt und bin dann los. Genau. Und immer wenn ich dann wieder gegangen bin, dann am Sonntagabend, wenn ich ohne Kinder war, bin ich immer Sonntagmorgen schon wieder gekommen, dann früh zum Frühstück wieder, war mit Brötle am Sonntagmorgen um 10 Uhr schon wieder zu Hause, wie sich das gehört. Und dann habe ich alle Möbel genommen, wieder in mein Schlafzimmer geschoben, die hatten ja Rollen, habe den Boden rausgewischt, dass die schön Yoga machen kann, und gesagt, so, alles klar, Vanessa. Dann bis nächsten Freitag wieder. Und das habe ich tatsächlich gemacht. Vielleicht hat jede Woche gependelt, aber jede 2 Wochen habe ich gependelt. Und es hat mir so gut getan. So, so unheimlich gut. Das war richtig toll. Ja, und dann ging die Ehe zu Bruch. Und dann habe ich überlegt, boah, was mache ich denn? Ach so, Sparkasse. Also ich habe ja nur kündigt. Ich habe kurz davor dann nur kündigt. Das war dann 2017 habe ich kündigt. 2018 ging es dann zu Bruch.
Dann habe ich den Scheiße, jetzt muss ich ja, was mache ich denn jetzt? Jetzt muss ich ja auch Linda aufgeben, ich brauche ja irgendeine Existenz. Also ich brauche ja Wohnen, ich brauche ja irgendwie, geht ja gar nicht irgendwie. Und dann habe ich auch jammer geheult, ja, um der um das See rumgelaufen, jämmerlich geheult. Wenn mich da aber gesehen hätte, der hätte gedacht, ich will jetzt da reinspringen. Nein, natürlich nicht. Aber ich habe gedacht, oh Gott, mal Linda. Und na, habe ich gedacht, okay, was machst du? Oh, habe nochmal einen Monat gewartet, habe das nochmal gelassen, weil auch jemand mit dem Ratgeber hat gesagt, du liebst Linda, so, jetzt wart noch einen Monat, warte doch mal, das wird schon. Da tut sich irgendeine Tür auf. Boah, aber das ist echt ganz schwierig, also wenn man warten muss. Ja, und dann tatsächlich, wo ich oben war, unten, und ich habe mir ihr nicht arg viel geredet, da war vorher Wollgeschäft drin, hängt wirklich, ich glaube, das war Ende Februar 2017 oder 18 oder so, nee, 17, weiß gar nicht mehr, war dann ein Zettel und da stand Ausverkauf wegen Geschäftsaufgabe. Und ich denke, das glaube ich jetzt nicht. Ich brauche bloß von oben nach unten ziehen. Ich mache jetzt einen Laden. Ich mache mich jetzt sichtbar. Ich hab ja erst die Superpartys gemacht und erst das Bra-Fitting. Und danach kam erst der Laden. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich mir eine Existenz und mache mich sichtbar. Und ja, und dann habe ich den Laden aufgemacht. Ja. Noch woanders. Also noch eine Straße weiter oben. Und ja, und dann habe ich einfach den Weg gefunden. Wir haben das in der Familie wahnsinnig toll geklärt, also das muss ich schon auch sagen. Das war schon toll, alle haben mitgemacht. Also wirklich, mein Ex-Mann war toll, also wirklich mitgemacht und alles. Meine Kinder, super ehrlich, also offen, immer geredet. Ich habe ja noch ein WG-Zimmer in Göppingen, dass ich jederzeit auch heim kann und dass die kommen ja jetzt, als sind sie älter. Aber das war wirklich ein bisschen Hin- und Herfahrerei, eine Pendlerei. Aber es war es mir wert, also muss ich echt sagen, auch wenn es mal ein bisschen, ja, mehr Geld kostet, mehr Aufwand ist. Also ich bin oft, ja, tatsächlich um 5 Uhr aufgestanden, um 5:30 losgefahren, um 7:30 hier gewesen. Ja, also das habe ich schon auch. Aber da muss man halt auch was dafür tun für seine Träume. Ja, was war eine tolle Geschichte. Vielen herzlichen Dank. Ja, das ist meine Geschichte. Und habt ihr noch Fragen? Dann geht es jetzt weiter mit Linda, Guido oder BH-Pass. Ja, guck mal, 52. Ich hab gewusst, ich kann drei Stunden reden. Das war jetzt ein bisschen Kurzfassung, was da alles so dazwischen war. Dankeschön für deinen Kommentar, dass es mutig war. Ja, jetzt war es schon, tatsächlich war es schon sehr mutig, weil ich auch ohne doppelte Boden da wirklich im freien Fall alles aufgegeben habe. Also, ja, fand ich im Nachhinein, hätte nichts passieren dürfen, gell. Aber es ist auch nichts passiert, ich habe mir weder ein Bein gebrochen noch irgendwas, aber ich habe das Gefühl, dass ich mir selber einfach was Gutes getan habe, indem ich einfach meinen Traum jetzt auch gelebt habe. Ich habe gesagt, ich lebe Linda. Und das war mein Traum und das ist einfach toll. Ach ja, der Simone ist auch da. Simone, du hast den Weg auch so ein bisschen mitgemacht, gell? Also mitverfolgt, wir kennen uns schon ein paar Jahre. Ja, dann war ja in Lindau und dann kam ja Lockdown. Ja, herzlich willkommen in der Realität. Und das ist natürlich auch was, wo ich dachte, das darf jetzt echt nicht wahr sein. Ich schmeiß jetzt alles hin und euer Halbjahr, wenn überhaupt, doch euer Halbjahr später, haben wir hier einen Lockdown und ich muss meinen Laden zumachen. Ich habe echt gedacht, ich denke, was war das jetzt? Ja, werde ich da jetzt, also da können wir jetzt zwei Denkweise machen, werde ich jetzt bestraft oder wie geht's jetzt weiter? Und ich habe die zweite Variante natürlich gewählt, ist ja klar. Natürlich hatte ich auch mein Tief, natürlich habe ich auch überlegt, oh Gott, aber ja. Also auf jeden Fall, ja, und aus diesem Lockdown ist dann erstmal mein Wickel-BH geworden, den ich da produziert habe. Also ich habe einen Wickel-BH produziert, das war einfach auch eine Erfahrung für mich. Und dann war es noch so, dass ich diese Videoberatung nochmal ein bisschen mehr auf den Weg gebracht habe. Und ich würde euch gerne erzählen, wie ich auf die Videoberatung gekommen bin. Und zwar, die Videoberatung gibt es schon so lang. Und zwar ist es so, dass Kunden von mir, gut beratende Kunden von mir, haben schon immer gesagt, du kannst du nicht, was ich habe eine Freundin in Hamburg,
kannst du ihr nicht helfen? Und ich weiß sogar noch, meine allererste, die war da irgendwo bei Lübeck. Und ich sag, okay, du, also ist ja schon 10, 15 Jahre her. Und da hat man ja noch gar kein Zoom und das Ganze so richtig gehabt. Das war, da habe ich Video, WhatsApp, glaubt, macht. Und da kannst du ihr nicht helfen? Sag ich, boah, okay, wir können mal wieder telefonieren. Vielleicht kann ihr ja was, vielleicht kann ich ihr ja ein bisschen helfen. Und ich kann ihr vielleicht sagen, auf was sie achten soll, wenn sie in den Laden geht oder so. Aber ich weiß nicht, wie es ist. So, dann habe ich mit ihr telefoniert und ich weiß noch ganz genau. Und das stimmt, weil ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Vielleicht guckt sie irgendwann einmal zu und sie meldet sich für, ich weiß wirklich nicht mehr, wie sie hieß. Aber ich habe 95J per Video aus der Hüfte geschossen. Und da habe ich gedacht, boah, ich kann's, es geht. Und daraufhin habe ich es ganz oft gemacht. Ich habe gesagt, das gibt's doch gar nicht. Das ist per Video so, so gut. Das kannst du so gut machen, wenn die Frauen mitmachen. Man muss sich jedes Mal ausziehen. Man sieht einfach, wie ein BH sitzen muss. Und da habe ich dann quasi, wie gesagt, daraufhin habe ich den BH-Pass ja damals schon patentieren lassen. Und dann ich habe ja nie Zeit gehabt, weil ich immer irgendwie laden und was ist ich was alles. Und dann kam das Corona und da habe ich diesen BH-Pass dann voll entwickelt. Und einfach das Ganze in Form gebracht, gemacht habe ich das schon lange. Und auf meiner Homepage und was man eben alles so, da hängt ja so viel dran und die Bedingungen und was man alles machen muss. Und da habe ich gedacht, okay, schau, es war doch wieder für was wert. Und mein Traum war ja immer auch frei zu sein, frei von Öffnungszeite und Termine nach Vereinbarung. Das mache ich ja eigentlich auch fast schon immer. Ich mache schon im Sommer auf, aber ansonsten mache ich viel nach Vereinbarung, weil ich einfach, ja, ein bisschen freier sein möchte und das funktioniert auch super. Ja, und mein nächstes Projekt? Also jetzt bin ich fertig. Also Guido kommt noch. Nächstes Projekt? Wenn er mich nachher noch fragt nach dem nächsten Projekt, dann sage ich, ich will wissen, ob ihr noch lebt. Aber ab und zu kommen wir herzlich, dann ist alles gut. Es wird gewunken und wunderbar, alles gut, ihr seid da, ich weiß. Guido, interessiert euch doch bestimmt auch, oder? Wie der Guido war. Ich war ja durch diese viele Fernsehauftritte. Der eine habe ich erzählt und da kam nur RTL.12 wegen Klebe-BHs und da kam RTL.12 wegen Buddies. Dann kam nochmal RTL.12 wegen irgendwas und jetzt kommt ja übrigens nochmal. Und zwar, das erste Mal, dass ich sage, nächsten Dienstag komme ich im Fernseher auf RTL.12 als Expertin für... Darf ich das sagen? Ja, ich glaube, die haben es ja schon veröffentlicht für diesen Shape Body. Ja, dann gucken wir mal, was da rauskommt. Uhrzeit weiß ich noch nicht, deswegen habe ich es auch noch nicht veröffentlicht. Die haben mir gesagt, ja, dass sie, sobald sie die Uhrzeit wissen, sagen sie mir Bescheid. Aber nächsten Dienstag ist geplant, aber ja, das kann sich auch noch 10-mal ändern. Ja. Und deswegen war ich da in der Kartei und da haben sie mir irgendwann mal gefragt, ob ich da in diese Kartei möchte. Klar, geh in die Kartei rein. Ich kann ja Nein sagen. Ich muss da nicht überall mitmachen, weil beim Frauentausch oder so würde ich sicher nicht mitmachen. Und man kann ja das auch, ja. Du, und dann ruft da echte Guido, also quasi die Agentur von Vox an, diese Vermittlung, und sagt, haben Sie nicht Lust? Wir sind bei Ihnen in der Nähe, in Schwäbisch Gmünd. Haben Sie nicht Lust, mitzumachen und nicht sich zu bewerben? Und dann habe ich so, ja, aber ich bin ja eigentlich Linda, mein Lebensmittelpunkt ist Linda, ich habe in Göppingen, also das, wobei ich Schwäbisch Gmünd ist, eigentlich bloß nur WG. Ja, mach doch nichts. Und ich, okay. Oh, und dann, ja, und dann war das echt auch noch kurz Chaos in der WG, dass ich habe mit dem Bewerber, mit dem Videofilm, da haben wir brutal viel Aufwand betrieben. Klar, muss ja auch was draus dafür machen. Die haben ja nicht bloß angerufen, sondern ich habe ein Video gedreht, ich habe es geschnitten, ich bin nach Göppingen gefahren mit meinem Paul, da war mein Partner dann auch dabei, bin ich nach Göppingen gefahren, haben wir dort noch gedreht, haben wir noch ein bisschen aufgeräumt, dann sind wir wieder zurück, also ein riesen Aufwand betrieben und ich bin tatsächlich genommen worden. Und 2 Tage vor der Home Story sage die mir Bescheid und ich habe denen das dafür was sein. Eh wieder Nacht- und Nebel-Aktion aufgeräumt, auch klar Schiff gemacht, Blumen gekauft, ja, oh, schnell ein paar Blumen auf den Tisch und habe gesagt, oh Gott, wenn ihr Home Story macht, bitte eingefallen, nicht die Ecken und nicht hier, genau, also seid bitte nett zu mir. Ja, ja, gar kein Problem, das war's dann auch. Weil ich habe da ja auch nicht wirklich, ich habe ja auch nicht wirklich dort eine Wohnung, so ein Zimmer. So.
Und dann bin ich eingeladen worden und dann war die Home Story und dann war dieses in Schwäbisch Gmünd und dann habe ich die andere Probandin kennengelernt. Das war auch ganz toll. Ich habe diese Geschichten habe ich übrigens auf meiner Homepage drauf auf www.bhqueen.de habe ich dort die Geschichten. Da habe ich also Fragen beantwortet. Entschuldigung, da habe ich Fragen beantwortet. Und die sind da drauf, wer noch wirklich alles nochmal explizit wissen möchte, wer war dabei und wie war Guido und so weiter. Weil ich sehe schon, wir sind jetzt schon wieder drüber. Und wer das wissen möchte, der darf gern auch da nochmal nachlesen. Aber aus meinen Worten muss ich sagen, es war mega Erfahrung. Die Sets sind alle immer ganz arg nett, immer. Ist ein junges Team, auch immer auf Vox und auf RTL und wo auch immer. Die sind immer ganz arg wirklich nett und ja, erklärt einem das und da fühlt man sich immer gleich wohl. Dann kam es zu dem Tag der Entscheidung. Und das war natürlich, boah, da sind wir dann nach Hamburg geflogen. Übrigens, nur ein kleiner Ausreißer nochmal geschwind, ich finde das auch so witzig. Durch das, dass ich der längste Weg hatte, also weil die anderen kamen ja aus dem Schwäbisch Gmünd, ich bin ja nochmal 2 Stunden weg, wäre ich mit dem Zug, glaube ich, 10 Stunden unterwegs gewesen, da habe ich gesagt, ich möchte fliegen. Und weil es zur so Corona-Zeit war, bin ich quasi in Deutschland, Corona, Deutschland ausgereist, Transit über Österreich, in die Schweiz eingereist, von Zürich wieder ausgereist nach Hamburg. Von Hamburg wieder eingereist, also ganz ehrlich, ich habe, glaube ich, 15 Formulare ausfüllen müssen, bin durch den Zoll, wenn er kontrolliert war. Und warum ich da jetzt bin, mit doppelter Maske und das war auch echt spannend, aber es war halt von Zürich die beste Verbindung, wie jetzt von Stuttgart. Ich fahre ja jetzt nur 3 Stunden nach Stuttgart, um dann nach Hamburg zu fliegen. Also es wäre ja auch doof. Naja, egal. Lange Rede, kurzer Sinn, dann waren wir bei Guido. Und dann war es schon auch. Du kommst da rein, dort, das ist so in so einem Fabrikgebäude, das ist so ein schöner Raum. Und der Raum, da hängt ein riesiges Bild von Guido. Und der ist so, also mir hat es richtig gefallen, das war richtig magisch und so. Und ich habe keine Ahnung gehabt, wer gewinnt. Wirklich, ich habe es wirklich nicht gewusst. Weil wir uns gegenseitig auch wirklich nicht die Punkte gesagt haben. Wir durften es nicht, wir sollten es nicht und wir haben es auch nicht getan, tatsächlich. Ich wusste nur, welche Punkte ich gegeben habe. Und mehr wusste ich nicht. Und somit war das ja ganz spannend und da war der ganze Tag nochmal wirklich Vorbereitung. Dieses Anziehen von dem Outfit, dann wird es nochmal gedreht, dann die ganze W-Interview, was glaubt ihr, bla bla bla. Also dann diese ganze, ja, und das dauert nochmal der ganze Tag. Und dann irgendwann wird die Spannung immer mehr und ich mir auch gefragt, wie, wann kommt er? Und wann kommt Guido? Wann kommt der große Meister? Ja, Sie können es jetzt sagen. Ich bin dann auch ein Tag, ich bin an dem Abend gar nicht mehr zurückgeflogen, weil man nicht wusste, wann er kommt. Es kann sein, er kommt um 4, es kann aber auch sein, er kommt um 6. Und dann denke ich, boah, warum das? Und anscheinend muss es wohl so sein, dass er an diesem Tag, wo wir abends dann auf der Bühne, auf dem Laufsteg sind, guckt er sich dann an diesem Tag alle an und gibt die Kommentare ab. Und da ist der gedanklich, macht ja auch Sinn, da ist der gedanklich, na, ich bei uns, hat seine Karten und kann dann auch das dazu sagen, wie das der vor 3 Wochen uns anguckt, die Kommentare sagt, dann muss er es uns wieder angucken, das macht ja auch Sinn. Und so dementsprechend, wie lange er da eben dafür braucht, um das Ganze zu drehen und die Kommentare abzugeben, solange wie er braucht, braucht er. Und dann kommt er. Und wenn er dann kommt, und dann wird so, oh, die Stimmung dann, aber zwischen alle. Also er ist unheimlich diszipliniert und ja, das hast du richtig gemacht. Boah, der Meister kommt, jetzt muss man echt alle auf Position und alle, wow. Also, wir haben ja eine Zehrtafel auch und da sind wir auch gleich uns auf unsere Plätze gegangen. Und dann, Herr, ihr klatschen, Probeklatschen und nochmal Probeklatschen. Ja, und dann kam er reingehüpft, also tatsächlich reingehüpft, wie er das auch öfters macht auf der Bühne. Dann kommt er reingehüpft und hat tatsächlich seine Karten in der Hand und hat sofort angefangen. Die eine, die andere, Susanne, und hat wirklich zu jedem was gesagt. Und ohne Pause. Es war nur eine einzige Pause, da fühlt er sich wegen der Kleinigkeit ein bisschen gestört. Und da hat er sich schon rumgedreht und hat gesagt, dass es so kann er nicht arbeiten.
Oh, ich denke, ja, der muss so arbeiten, der hat so viele Projekte, wenn der das 10-mal machen muss, dann wird der nie fertig. Ja, also ich denke, er ist super organisiert und ja, also es war wirklich sehr interessant. Und jetzt war ja die Frage, durften wir hinterher noch mit ihm reden? Nein, war blöd. Weil es war Corona und normalerweise sitzt man in so einem Raum, in dem wir hier auch waren, und trinkt da vielleicht nur manchmal noch einen Kaffee oder was anderes und sitzt mit uns so ein bisschen zusammen. Und das hat eigentlich gefehlt, durch das, dass Corona war. Da haben wir jetzt natürlich keine Gelegenheit. Er stand geschwind halt da. Ja, also, ja, hat schon geschwind so mit jedem so ein bisschen. Und als er dann gesagt hat, dass sie gewonnen haben, das war ja, Guido war nicht, also, weißt, also, da muss ich auch nochmal zu sagen. Was mir die Punkte braucht, dann waren die anderen Mädels. Und die habe ich tatsächlich auch vielleicht auch mit meiner Art und mit dem, wie ich das präsentiert habe, vielleicht auch überzeugt. Weil ich glaube, dass ein Look einfach auch von innen rauskommt. Und ich bin wirklich gut mit den Mädels klarkommen. Ich habe mich gut verstanden. Ich habe immer fair gepunktet, wobei die anderen das ja auch nicht wussten, ob ich fair punkte, wir haben ja nicht drüber geredet, aber auch unter den Arm genommen quasi, also unter, und gesagt, hey, das wird gut, jetzt komm, jetzt sei nicht aufgeregt, das wird gut, du bist toll und so, weißt, auch immer wieder bestärkt und so. Und das, und ich glaube, das hat Weil letztendlich auch ausgemacht, dass ich vielleicht, ja, das eine war der Look und dieses, wie es präsentiert hat, und das hat eben zu mir gepasst. Ja, es war nicht Guidos Lieblingslook, das war ein anderer. Ist auch nicht schlimm, es muss man ja auch nicht, ja, also da bin ich überhaupt auch nicht ehrekäsig, weil es ein bisschen altbacken war. Also so habe ich es gefühlt, also für ihn jetzt, auch mit meinen nicht hohen Schuhe und so. Aber ich habe irgendwie gedacht, ja, das bin halt ich. Ja, er hat dann, glaube ich, einmal einen Kommentar zu meinen niedrigen Schuhen gesagt und hat gesagt, ja, wenn Mutti dann auf der Hochzeit ihre Kinder tanzt. Irgendwie so ähnlich. Und da habe ich wirklich gedacht, ja, ganz genau, weil auf der Feier bin ich die Letzte, wo geht. Und nicht mit hohen Schuhen, weil ich gut aussehe, sondern mit flachen Schuhen, weil ich gut laufen kann und tanzen kann. Und genau das ist es halt. Weißt? Ich denke halt immer, ja, das macht halt viel aus, das sieht was. Es kann auch was scheiße aussehen. Meine Farbenstilberaterinnen, die werden jetzt Daumen hoch machen und sagen, gut, wenn du falsch gekleidet bist, dann kannst du noch so tolle innere Werte haben, sieht trotzdem scheiße aus. aber ich wollte einfach damit sagen, dass ich da wirklich, ja, einfach gepunktet habe. Punkt. Hab einfach gewonnen, hab die Krone mit heimgebracht. Vielleicht kann ich ja nochmal ein Bild zeigen. Das war das, wie heißt's? Autogramm? Ja. Und damit wir das nicht vergessen, halt, doch hat so Shopping Queen Maske, so eine Scheiße. Und nochmal einfach, also wenn man das so sieht, einfach nochmal hier. Genau, der Guido. Ja, genau. Und ich fand es halt auch toll, für mich auch als Werbung, auch Shopping Queen und BH Queen fand ich toll. Das kam eben auch in der Corona-Zeit mir zugute. Ich habe dann durch das, dass ich ein bisschen mehr Fernsehauftritte hatte, war ich ein bisschen selbstbewusster und habe vorher schon eben auch zur Zeitung angerufen, ob er nicht einen Artikel macht. Das hätte ich jetzt beim ersten oder zweiten Mal nie gemacht. Da war ich nicht so selbstbewusst genug. Aber genau deswegen ist das der Weg. Ja, wenn du das erste Mal, ja, denkst du, hoffentlich sieht's niemand im Fernseher. Das war so meine erste Reaktion damals, wo dieses Verkaufszuhause war. Und so habe ich gedacht, nein, es kann nichts mehr passieren. Und so wächst man eben auch in seine Aufgabe. Und ja, und wenn ich jetzt wieder gehen darf, dann ist das wieder auch schöne Werbung auch für mich und auch sehr wertschätzend, weil ich als Expertin eben auch gesehen werde und wahrgenommen werde und auch ernst genommen werde. Und das freut mich jetzt einfach. Ja, und jetzt gucken wir mal, was alles noch so kommt. Ja, wir sind echt drüber. Ihr könnt nicht mal was fragen. Es tut mir so leid. Das einzige Mal, wo ich es überzogen habe, war bei mir selber. So eine Scheiße. Oh, also tut mir leid, dass ich so überzogen habe, aber ihr habt keine Gelegenheit gehabt, was zu fragen. Will noch jemand kurz was fragen?
Habt ihr noch irgendwie eine Frage? Weil jetzt ist eh schon überzogen. Jetzt kommt es vielleicht auf das auch nicht mehr drauf an. Ich, danke schön für eure Herzlo und für eure Kommentare. Vielen, vielen Dank. Ja, ich habe euch vielleicht auch nicht so gelangweilt mit meiner Geschichte. Ja, es war spannend. Ja, das nächste. Ah, und einen schönen Abend. Ja, danke schön. Nächstes Projekt. Ja, das nächste Projekt ist, ich möchte mich ein bisschen, also ich werde mich ein bisschen in geschlossene Räume aufhalten und das muss ich mit Zoom noch irgendwie probieren. Und mache jetzt nochmal eine Schulung zum Thema Care, Brustkrebs. Und da möchte ich mich auch noch ein bisschen mehr spezialisieren. Das möchte ich dann im Herbst machen und auf den nächsten Winter dann eben. Also ich habe die Sachen da, ich kenne mich ja aus, also keine Frage. Aber ja, Schulung schadet jetzt nicht, sondern mal tiefer in die Materie zu steigen und einfach auch nochmal Frauen zu helfen, die auch wirklich auch nochmal Hilfe brauchen. Es gibt so viele Frauen, die Hilfe brauchen. Und ja, habe ich nicht einen tollen Job? Ja, genau, das ist mein nächstes Projekt. Also, meine Lieben, dann würde ich sagen, ich wünsche euch einen super, super schönen Abend. Ich danke euch so, so sehr von Herzen, dass ihr so lang da war, dass auch niemand ausgestiegen ist. Das ist echt unfassbar. Ich denke immer, oh, wenn ich dann so lange rede, dann, genau. Mit dem WLAN hat es wohl diesmal besser geklappt. Ja, also letztes Mal haben wir ein paar gesagt, sie konnten nicht richtig zuhören. Aber diesmal hat es besser geklappt. Ach, nochmal was. Am Sonntag wird nochmal ein Blog über mich veröffentlicht. Und zwar von der Modeflüsterin. Und die Modeflüsterin hat ein ganz, ganz toller also Instagram-Account, beziehungsweise die hat tatsächlich auch so Akademie, Modeakademie, die ist toll. Also die habe ich ja schon vor 10 Jahren mal kennengelernt. Und ja, das ist das nächste jetzt am Sonntag. Und am Dienstag dann auf RTL. Und wer jetzt nur irgendwie einen Termin will, wegen Bademode oder sowas, jetzt hat Montag, Dienstag, Mittwoch noch Videotermine frei. Ab nächste Woche wird es wieder eng werden, weil da kriege ich wieder vielleicht ein paar neue Follower, ein paar neue Frauen, die Probleme haben. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Also, meine Lieben, bis dann. Ich wünsche euch einen super schönen Abend. Danke fürs Zuhören und alles, alles Gute. Bis nächsten Mittwoch. Ciao.